in den verwinkelten Pfaden des Lebens, wo Schatten oft das Licht zu verschlingen scheinen, hallt eine unerschütterliche Wahrheit durch die Stille unserer Seelen. Es gibt immer einen Weg zurück. Dies ist eine Botschaft, die tief in den christlichen Glauben eingewoben ist, eine Erinnerung an Gottes unendliche Gnade und Vergebung. Der Weg zurück beginnt mit der Erkenntnis, dass wir uns verirrt haben. Wir können uns in den Wirren dieser Welt verlieren. Doch in seiner grenzenlosen Liebe lässt uns der Vater niemals allein. Sein Ruf erreicht uns auch in den dunkelsten Nächten. Ein sanftes Flüstern, das uns nach Hause ruft. Die Rückkehr ist ein Akt der Demut. Ein stillschweigendes Eingeständnis, dass wir ohne Gottes Führung verloren sind. Es erfordert, dass wir unser Herz öffnen, unsere Fehler eingestehen und um Vergebung bitten. Diese Schritte mögen einfach erscheinen und doch erfordern sie oft eine tiefe seelische Kraft. Aber die Belohnung für diese Demut ist unermesslich. Die Wiederherstellung der Beziehung zu Gott, der in offenen Armen auf uns wartet. In den Geschichten der Bibel finden wir zahlreiche Beispiele für Menschen, die den Weg zurück zu Gott gefunden haben. Der verlorene Sohn, der seine Fehler erkennt und zu seinem Vater zurückkehrt, ist vielleicht eines der berührendsten Beispiele für Gottes Vergebung und die Möglichkeit der Rückkehr, egal wie weit wir uns entfernt haben. Gott nutzt unsere Rückkehr nicht nur, um unsere Beziehung zu ihm zu erneuern, sondern auch, um uns zu stärken und zu lehren. Jeder Schritt zurück ist ein Schritt des Wachstums, der uns lehrt, auf seine Stimme zu hören, seine Führung zu suchen und seinem Weg mehr zu vertrauen als unseren eigenen Plänen. Es gibt immer einen Weg zurück. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil Gottes Gnade und Liebe grenzenlos sind. Er verlangt nicht nach Perfektion, sondern nach einem aufrichtigen Herzen, das seine Notwendigkeit für ihn erkennt. So gilt die Einladung. Der Weg zurück ist immer offen. Gottes Liebe und Vergebung kennen keine Grenzen. In ihm finden wir immer einen Weg nach Hause, einen Weg zur Erneuerung unseres Lebens und unserer Seelen.